Willkommen zu einem neuen Just-In hier bei uns auf dem Lunatic YouTube-Kanal. Wir haben zwei Lieferungen aus Japan erhalten, einmal Ryugi und einmal Sunline. Da zeige ich euch gleich mal ein paar verschiedene Sachen im Vergleich. Coole Gadgets von Ryugi. Und wer auf das zweite Video unserer YPC-Vorbereitung wartet, das kommt nächste Woche. Jetzt schauen wir uns aber erstmal ein paar coole Haken-Köder-Terminal-Geschichten an und los geht's. Wie gerade schon gesagt, bei uns sind zwei Lieferungen aus Japan eingetroffen. Einmal Schnüre, einmal Haken bzw. Terminal, Tackle und Aufbewahrungsmöglichkeiten von Ryugi. Und da jetzt keine kompletten Neuheiten dabei waren, wie übrigens sicherlich im nächsten Just-In mit Neuke-Klamotten und dem Busy Bro 2,8 zu sehen sein werden, habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein paar Schnüre beispielsweise im Vergleich, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche PE nehme ich eigentlich und wo sind die Unterschiede. Das gleiche für die Fluorocarbon-Hauptschnüre. Und dann zeige ich euch nochmal meine Lieblingshaken von Ryugi und ein paar coole Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und ich denke, das ist dann für den einen oder anderen sicherlich auch ganz interessant. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gesehen, aber es kommen auch immer neue Leute dazu. Deswegen würde ich das jetzt gerne einmal so machen. Zunächst auf jeden Fall ist hier die Sunline Super PE 8 Braid in der Farbe Orange wieder da. Die war ja vergriffen bei uns. Und von der Ziklon PE AMZ haben wir die Stärken weiter ausgebaut. Zum Beispiel PE1 oder PE1.5, die gab es noch nicht, die sind jetzt auch am Start. Und auch die normale Einsteiger Ziklon PE sozusagen ist ebenfalls wieder da. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, was ich mir gedacht habe. Wir haben hier drei verschiedene geflochtene Schnüre, alles achtfach geflochten, alle in Orange. Welche nehme ich jetzt? Prinzipiell lässt sich das so sagen, dass die Schnüre alle aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden. Das bedingt auch, dass sie alle eine unterschiedliche Qualität haben und für unterschiedliche Einsatzzwecke geeignet sind. Wir haben hier einmal die ganz normale Ziklon PE in der roten Verpackung. Das ist sozusagen das Basic-Modell der Sunline 8 Braids, die auch relativ, beispielsweise im Vergleich zu Super PE, relativ dünn ausfällt. Das ist nicht ganz unwichtig zu wissen, weil wenn ihr beispielsweise an Spots angelt, wo sehr, sehr viel Hängergefahr ist, Abrieb und so weiter und so fort, würde ich zu einer dieser beiden Schnüre raten, weil die Ziklon PE eben dünn ausfällt und im Vergleich die anderen beiden Modelle einfach robuster sind. Das liegt logischerweise an den Fasern, was ich gerade schon gesagt habe. Und einerseits setzt sich so auch der Preisunterschied zusammen. Hier sind wir bei 25 Euro für 150 Meter. Die ist glatt, die ist rund. Die macht auf der Spinning und auf der Casting einen guten Job. Man muss halt nur schauen, wo angle ich damit. Wenn ich jetzt wirklich nicht so schnurförderliche Bedingungen habe, sagen wir mal so, dann würde ich tendenziell zu einer der beiden anderen Schnüre raten oder halt bei der Schnur vielleicht eine Klasse höher gehen, weil sie halt für ihre Schnurklasse relativ dünn ausfällt. Ansonsten Bootsangelei beispielsweise, wenn ihr nicht so viel Abrieb habt oder so, super gute Schnur. Da sie halt relativ dünn ausfällt, könnt ihr beispielsweise beim Zanderangeln gegebenenfalls auch noch 1-2 Gramm leichter angeln. Und wenn ihr eben sagt, ja, ich habe aber harte Kanten bei mir. Ich fische beispielsweise in Holland, da ist halt immer viel mit Muschelbänken und allgemein, weiß ich nicht, Kanalangeln, da liegt viel Scheiß im Wasser. Ich brauche halt ein bisschen was Robustes, ganz einfach. Dann habt ihr die Option, auf die Ziklon PE als AMZ-Variante zu nehmen. Die wird aus einer anderen Faser gefertigt, die einfach ein bisschen höherwertiger ist und deswegen ist die Schnur einfach weniger anfällig, wenn ihr in Kontakt mit Strukturen oder Ähnlichem kommt. Die Schnur liegt bei ca. 30 Euro und wird aus der gleichen Faser gefertigt wie beispielsweise auch die Castaway, wenn ihr die kennt. Ansonsten sind die Schnüre
relativ gut miteinander vergleichbar. Wenn ihr Schnurklasse 1.2 habt, bei beiden Modellen, sind die ähnlich dick. Die AMZ ist noch glatter, noch runder und eben halt einfach ein bisschen robuster. So, da müsst ihr halt einfach schauen, habe ich viel Abrieb, habe ich es nicht, und könnt euch zwischen den beiden Modellen entscheiden. Und wenn ihr dann hergeht und sagt, Schnur ist das Wichtigste, zusammen mit den Haken, da will ich halt keine Kompromisse machen, ich möchte da halt das Beste fischen, dann empfehle ich immer die Super PE, weil das ist einfach absolut die robusteste Schnur von Sunline im Bereich 8 Braid, die es so gibt. Die fällt minimal, wenn ihr eine 1.2er der Siglon Rage nimmt von der PE-Klasse und eine 1.2er von der Super PE, fällt die Super PE Nuancen dicker aus. Wirklich kleine Unterschiede, die man aber auch vernachlässigen kann. Aber aufgrund dessen und in Kombination mit eben der nochmal anderen Faser, hier wird die Super PE-Faser verarbeitet, habt ihr einfach eine Schnur, die ansatzweise unzerstörbar ist. Ne? Klar ist das eine geflochtene Schnur, ihr müsst ein Vorfach fischen, um Gottes Willen, aber die kann halt einiges ab. Also das ist, wenn ihr da mal irgendwie über einen Ast werft und zieht den ran, macht der im Zweifel nichts. Wenn ihr da fiese Kanten habt und der Fisch geht mal runter oder so, kann die das auch besser ab als die AMZ und insbesondere auch als die Siglon, weil es einfach eine super heftig robuste Schnur ist. Alle drei funktionieren sowohl auf der Spinning gut und alle drei funktionieren, weil sie eine angenehme Steifigkeit haben, aber auch auf der Baitcaster gut. Die Super PE ist von den dreien tatsächlich aber auch noch die weichste. Nicht so weich, dass es auf der Casting Probleme machen würde, aber halt die geschmeidigste Schnur von allen. Und das, irgendwo muss sich der Preisunterschied halt von 25, 30 und hier 38,95 auch zusammensetzen. Aber wenn ihr sagt, ich will das Beste haben, dann nehmt ihr die Super PE. Ansonsten haben alle Schnüre gemeinsam, dass sie glatt sind, dass sie eben und rund geflochten sind, dementsprechend in den Ringen leise sind und dass die Tragkräfte halt zuverlässig sind. Also wenn hier beispielsweise 7,5 Kilo draufsteht, dann hat die Schnur am Knoten auch 7,5 Kilo. Bei der Siglon ist es die lineare Tragkraft. Und wenn dort dann draufsteht, linear jetzt hier beispielsweise 9,2, dann ist das auch ein Wert, der zutrifft und nicht irgendein geschönter Wert oder ähnliches. Das ist bei den Sunline PEs halt immer schön. Wenn ihr noch weitere Fragen zu den verschiedenen Schnüren und den Einsatzzwecken habt, also beziehungsweise zwischen diesen drei PE-Schnüren, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder ruft uns einfach an. Dann können wir da auch noch auf weitere Fragen gerne eingehen. So, des Weiteren sind gekommen Fluocarbon-Hauptschnür, und zwar das Sunline Sniper und das Shooter Fluocarbon. Beides Fluocarbon-Hauptschnüre zum Kunstköderangeln, aber auch hier kommen im Prinzip zwei verschiedene Materialien zum Einsatz. Und das stellt sich am Ende einerseits so dar, dass, zeige ich euch gleich am Anfang mal, das Shooter-Fluocarbon ist halt die Turnierschnur, wenn man so möchte. Das ist eine Tournament-Fluocarbon-Mainline, so wollte ich sagen. Wirklich für professionellen Einsatz fischen beispielsweise die ganzen Bass Pros in den USA und in Japan auch. Das ist halt so die absolute Premium-Variante. Da kommt ein hochwertiges oder höherwertigeres Material zum Einsatz als beim Sniper. Und das kann man im Endeffekt so sagen, wenn ihr mal hier schaut, beides sind 7-Pfund-Schnüre. Das Sniper ist 0,245 vom Durchmesser. Das Shooter ist 0,219. Also gleiche Tragkraft, das fällt aber dünner aus. Liegt halt am Material, dass es einfach höherwertiger ist. Das Shooter ist auch schon eine Low-Stretch-Mono, heißt, ihr habt einen guten Köderkontakt, aber ihr habt halt noch eine gewisse Restdehnung drin, die beispielsweise beim Angeln mit Bladed Jigs oder ähnlichen Ködern gar nicht unbedingt schlecht sein muss. Hier fällt die Schnur noch härter und direkter aus. Das heißt, ihr habt eine noch bessere Übertragung, insbesondere wenn ihr beispielsweise am Grund mit Rigs fischt.
Und beim Rigfischen habt ihr hier auch beim Shooter die höhere Abriebsfestigkeit. Die Unterschiede sind hier auch wieder nicht riesig, aber es gibt sie halt. Und insbesondere ist es halt ganz charmant, wenn man sagt, ich fische eh viel am Grund und habe eine höhere Abriebsfestigkeit, eine noch bessere Bissübertragung und die Schnur fällt bei gleicher Tragkraft sogar ein bisschen dünner aus. Why not? Wenn ihr sagt, ich habe eine Route, mit der fische ich extrem viel Bladed Jigs oder ähnliches, kann man auch bewusst das Sniper nehmen, weil es halt noch ein bisschen Restdehnung hat. Heißt, wenn der Fisch beißt und zieht quasi in die Schnur, merkt er nicht sofort, dass da was nicht stimmt. Und so kann man halt quasi zwischen diesen beiden Schnüren wählen. Und das Sniper gibt es dann auch noch in der Camouflage Invisible Variante. Das ist die gleiche Schnur wie das Sniper. Das wird halt einfach nur alle 15 cm, ich musste mal gerade spicken, eingefärbt in braun, hellgrün, dunkelgrün. Wenn ihr sagt, ich habe ein ultra klares Gewässer, da ist eine durchsichtige Schnur schon fast wieder auffällig, dann könnt ihr halt auch diese Camouflage-Variante nehmen und seid noch ein bisschen gedeckter unterwegs. Wer von euch eine reine Hardbait-Kombi hat und sagt, ich möchte da Mono drauf fischen, dann ist auch das die Machine Gun Cast wieder da. Die entwickelt oder die hat Sunline zusammen mit Toshinari Namiki, kennt sicherlich auch einer, der ein oder andere von OSP, ist der OSP-Chef quasi, zusammen entwickelt. Und das ist eine Schnur für Twitchbaits bzw. Jerkbaits, Topwaterbaits, Cranks und ähnliches. Kann man selbstverständlich auch in Fluorcarbon fischen. Hat aber hier auch die Option, das an einer reinen, das ist eine Nylonschnur, an einer Nylonschnur zu fischen, weil man da dann doch noch mal ein kleines bisschen mehr Dehnung hat als im Vergleich zu FC. Wirkt sich dann positiv auf den Lauf auf, wenn man Jerkbaits oder Twitchbaits fischt. Und eine Nylonschnur schwimmt im Gegensatz zu Fluorcarbon, was sinkt, ist dann halt bei Topwaterbaits auch im Vorteil, weil die Schnur halt den Köder nicht runterzieht. Bei Gummis wollt ihr in der Regel eh runter, deswegen Fluorcarbon zieht die Schnur, Fluorcarbon sinkt zusammen mit dem Rig quasi ab und bildet dann einen anderen Schnurbogen als beim Hardbait-Fischen eine Nylonschnur, die dann eben gerade im Wasser liegt. Auch die ist wieder in allen Stärken verfügbar, da packe ich euch in die Videobeschreibung nochmal einen Link zu einem Hardbait-Video, wo Hedrick mit Twitchbaits auf Barsch gefischt hat, wo es dann hauptsächlich auch um diese Schnur ging. Und dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch in der Videobeschreibung mal. Und ich packe es mal ans Ende, an die Infokarte, könnt ihr es da auch nochmal abchecken und habt ein bisschen Infos noch zu der Schnur. So, diverse andere Sachen sind natürlich auch gekommen. Castaway hatte ich gerade schon, ist auch geliefert worden. Wire Material, also Stahlverfach zum Knoten, zum selber bauen. Natürlich auch die anderen Farben von der Siglon PE, die gibt es ja auch noch in, das ist tatsächlich auch noch ein Unterschied. Die Super PE und die AMC gibt es nur in Orange. Die Siglon PE gibt es optional auch noch in Grün. Die ist auch gekommen, deswegen die Links zu den Produkten sind in der Videobeschreibung. Klickt da einfach mal durch und schaut euch das nochmal in Ruhe an. Und ich würde sagen, bevor wir zu den Ryugi-Sachen kommen, können wir auch schon mal das Gewinnspiel einbauen. Und da würde ich heute einfach mal ein Schnurpaket, eine Hauptschnur. Ihr könnt wählen, ob geflochten oder mono, mit passenden Ködern zu eurer Route zusammenstellen. Und ihr könnt teilnehmen, indem ihr mir auf dem Video einen Daumen hoch da lasst, unseren Kanal abonniert und sagt mir mal in den Kommentaren, ob ihr lieber geflochtene Schnüre oder ob ihr lieber Mono-Schnüre angelt und warum. So. Weiter geht's. Ryugi. Also wir haben eine riesen Lieferung bekommen mit nahezu allen Hakenmodellen. Ich habe hier schon mal meine Favorites, die wollte ich euch gleich gern zeigen. Backhands sind da, Aufbewahrungsmöglichkeiten zeige ich euch gleich auch noch. Aber zunächst erstmal im Prinzip eben meine drei liebsten Haken. Und das wäre auf jeden Fall, den kennen die meisten von euch, der Ryugi Infini. Das ist einfach ein saugeiler Offset-Haken für das Free-Rig, für das Texas-Rig. Im Prinzip für alle Geschichten, wo ihr einen Offset-Haken braucht. Weil einerseits kommt hier das
TC-Coating zum Einsatz. Das ist eine Teflon-Beschichtung. Und wenn ihr die Haken aus der Packung nehmt, dann merkt ihr, die sind so richtig sticky und einfach ultra, ja, klebrig, kann man sagen. Die hängen dir sofort vorne in der Haut drin und sind halt einfach unfassbar scharf. Und der zweite gute Punkt, Ryugi verwendet hier das sogenannte Cyber Metal. Ich zeige euch das mal einmal. Ihr habt hier immer so verschiedene Sachen auf den Haken packen. Hier einmal das TC-Coating und hier steht das Cyber Metal. Und Cyber Metal heißt im Prinzip, die haben einen höheren Carbonanteil. Das sorgt dafür, dass die Haken A, extrem stabil sind und dass sie lange scharf bleiben, wenn ihr mal Kontakt mit Steinen habt oder so, und dass ihr sie auch super nachschärfen könnt. Und der dritte Punkt, warum genau dieser Haken mein Favorite ist, es gibt ja noch verschiedene andere Offset-Haken, auch da einfach mal unten in der Videobeschreibung auf die Ryugi-Übersicht klicken und könnt ihr euch mal quer durchlesen, wenn ihr Bock habt. Die Drahtstärke, auch die steht auf der Packung, falls ihr die Haken mal lokal bei eurem Händler beispielsweise auch seht, steht hier auch immer die Drahtstärke drauf. Und das ist ein Medium-Heavy-Haken. Heißt, der hat eine etwas höhere Drahtstärke, ist aber geil, wenn ihr mal einen Beifang, sagen wir mal, beim Barschangeln von einem guten Zander habt oder so, oder halt wirklich in Holland gezielt auf Großbarsche angelt. Ihr braucht euch nie Sorgen machen, dass die Haken aufbiegen, weil die mit diesem Medium-Heavy, mit dieser Medium-Heavy-Drahtstärke einfach super stark sind. Also mir ist noch nie ein Haken aufgebogen, noch nie ein Infini aufgebogen, und eigentlich vereint er alle Vorteile der Ryugi-Haken, eben Teflon-Coating, höhere Carbonanteil, Medium-Heavy-Drahtstärke, ein geiler Bogen für Cross, aber auch für Sheds. Es ist einfach ein brutal guter Haken für sämtliche Rigs. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte gerne einen bewussten dünnen Haken haben, weil ich vielleicht mit auftreibenden Köder angeln möchte oder ähnliches. Gibt ja auch immer mal Situationen, wo man bewusst eine dünne Drahtstärke fischt. Dann könnt ihr euch alternativ noch den Standard Hook angucken. Ist die gleiche Hakenform, auch Cyber Metal und TC Coat, aber eben eine andere Drahtstärke. Und hier haben wir eine Medium Drahtstärke. Sprich, wenn ihr mal schaut, man sieht es auch hier, der Haken fällt von der Drahtstärke halt einfach dünner aus. Müsst ihr halt schauen, ob ihr die Power-Variante wollt oder ob ihr wirklich bewusst ein bisschen dünnere Haken mögt, dann wäre der Standard-Hook eine gute Alternative zum Infini. Aber wie gesagt, das mein Favorite. Dann bei den Einzelhaken zum, ja, beispielsweise Dropshot-Angeln oder für Neko-Rigs mit Worm oder ähnliches, der Foxshot. Ebenfalls wieder TC gecoated, ihr seht es hier schon groß. Dann Cyber-Metal. Sprich, auch wieder der höhere Carbonanteil und eben eine super geile Form für einfach, ja, für Nose-Hooking-Geschichten, für Dropshot-Sachen, was auch immer. Super zuverlässig, auch da, wenn ihr mal einen Beifang habt. Klar ist das eine andere Drahtstärke als beispielsweise beim Infini. Aber auch hier noch nie Stress gehabt, dass der Haken das nicht mitmacht. Falls ihr aber sagt, hey, ich will auch beim Dropshot-Angeln gezielt auf Zander-Angeln oder auf Hecht-Angeln, es gibt auch noch den Ryugi Talisman. Das ist gleicher Hakenbogen, beziehungsweise noch ein kleines bisschen größerer Hakenbogen, aber halt eben in einer dickeren Drahtstärke. Aber zum Barschangeln beispielsweise Foxshot bei mir auch immer dabei. Und als drittes im Bunde Trailer Hooks, weil die einfach super smart gemacht sind. Wenn ihr mal hier hinten schaut, ihr könnt den Schlauch einfach hier abschneiden und habt dann einen ganz normalen Trailer Hook, den ihr mit Trailer am Spinnerbait, also mit Gummi meinte ich in dem Fall, einfach draufsteckt. Aber viele oder der ein oder andere zumindest, auch bei uns im Team, fischt Spinnerbaits durchaus auch mal ohne Trailer hinten drauf. Und dann ist halt das Coole, dann könnt ihr bei dem Haken das hier machen. Ihr setzt vorne an, wo der Schlauch stehen müsste, dass der Haken des Spinnerbaits genau hier hinten durch den Trailerhook sticht, cut das ab und zieht den dann so auf, dass er einmal vorne durchgestochen ist und dann nochmal hinten durch den Haken. Und dann ist nämlich das Geile, dass der Haken sich nicht seitlich wegbewegen kann, weil er halt einmal vorne durchgestochen ist und nochmal hinten durchgestochen ist. Und dann ist er schön straight hinten am Spinnerbait. Super geil durchdacht und ansonsten logischerweise auch TC-coated, scharf, sticky, geile Haken. So. Was dann bei den Aufbewahrungsmöglichkeiten super smart ist, die waren auch länger weg, sind diese
Hookstocker quasi. Kleine Mäppchen für Haken, wo ihr die Haken dann schön sortiert reinpacken könnt und dann alles geordnet habt. Ich habe hier schon mal einen vorbereitet. So sieht das Ganze dann aus. Und zwar habt ihr hier verschiedene Fächer drin. Die sind jetzt natürlich noch leer. Die könnt ihr euch dann befüllen und habt das alles schön sortiert in so einem, ja, in so einem kleinen Mäppchenformat, was dann beispielsweise auch gleich in diese Softboxen passt, die ich euch auch noch zeige. Ich zeige euch auch einmal, wie ihr das macht. Und zwar nehmt euch so ein Hakentütchen. Das geht auch bei anderen Hakenherstellern, die so ein Papp-Inlay haben. Und dann holt ihr euch quasi einfach hier das Inlay raus. Macht hier dieses Tütchen im Hookstocker auf und setzt als erstes erstmal die Pappkarte da rein, weil dann wisst ihr beim Durchblättern, alles klar, Standard Hook 1.0 oder Standard Hook 2.0 oder Foxshot oder Infini oder was auch immer. Ihr wisst sofort, was es ist. Nehmt hier die Haken aus der Verpackung und packt die vor. Klack, vor das Tütchen und macht das Ganze dann zu. So, dann habt ihr hier, ne, einmal jetzt ein Infini in 2.0 beispielsweise, den Standard in 1.0 und so weiter und so fort. Könnt das Ganze zumachen und wenn ihr Nachschub braucht, schüttet ihr die einfach wieder rein und habt immer alles sortiert, kompakt am Mann. Es gibt auch den einen oder anderen, schöne Grüße an Panti an der Stelle, der steckt die ganze Tüte da rein, geht auch, aber dann könnt ihr es halt nicht mehr schließen und ist auch nicht ganz Sinn der Sache. Geht aber, wenn es schnell gehen muss, auch mal. Das ist auf jeden Fall ein super geiles Ding, bei mir immer dabei. Ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, was meine Softbaits und so angeht, relativ chaotisch unterwegs. Aber dieses Ding ist einfach, das erleichtert so viel. Absolute Empfehlung. Gibt es in Schwarz, gibt es aber auch in Khaki, in Beige und in Weiß. Je nachdem, was euch da am besten gefällt. Und das kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Dann sind wieder reingekommen hier die Softboxen, in die ihr dann, wie ich gerade schon gesagt habe, könnt ihr beispielsweise hier euren Hookstocker, der passt genau da rein, reinpacken. Natürlich auch noch andere Sachen wie die kleinen Ryugi-Boxen, Zangen, was auch immer. Auch die gibt es in verschiedenen Farben. Und dann haben wir wieder reingekommen, bekommen die großen Boat-Backhans. Und das ist tatsächlich auch ganz smart gemacht. Ich habe das schon mal hier vorbereitet. Hier gehen genau 6 von diesen Window-Bags rein. Hier sind jetzt 3 drin. Ihr könnt aber auch noch 3 drüber packen. Dann habt ihr das Ding genau voll. Könnt ihr beispielsweise, weiß ich nicht, einen mit Terminal voll machen, einen mit Hardbaits, was auch immer. Und dann habt ihr das halt super geil sortiert. Und was auch wieder reingekommen ist, sind diese wasserdichten Softbait-Taschen sozusagen. Die sind aus einem wasserdichten Material. Und auch hier oben der Reißverschluss ist wasserdicht. Zack, gibt es in verschiedenen Größen. Und da könnt ihr euch dann beispielsweise einen fertig machen, so habe ich das mit Krebsen. Habe ich das jetzt hier gemacht. Da könnte man jetzt noch mehr reinmachen, dann sieht man direkt, ah, okay, alles klar, ist mein Krebstäschchen. Macht euch noch eins mit Pintails, eins mit Softbaits oder so und habt es dann auch direkt vernünftig wasserdicht sortiert, vernünftig aufbewahrt, seht sofort, was wo drin ist. Könnt die auch noch hier mit reinpacken, wie auch immer. Es gibt auch noch eine kleinere Größe in S, die passen dann sogar in die Softboxen rein. Und so könnt ihr euch dann eine richtig geile, insbesondere fürs Boot, richtig geile Kombination aus Backhahn, Softboxen und diesen Softbait-Mäppchen, wollte ich sagen, zusammenstellen. Und haben mir auch schon viele gesagt, ist natürlich einmal eine Investition, so ein Backhahn, 6 Softboxen, vielleicht noch Hook-Wallets und diese Dinger. Aber wenn man das einmal zusammengebaut hat sozusagen, dann ist es einfach ultra geil aufeinander abgestimmt. Ihr schnappt euch den Backhahn, geht aufs Boot und habt alles sofort wasserdicht, sortiert, ordentlich und nicht so ein Chaos darum fliegen, wie ich es leider habe. Alright, das soll es für heute auch gewesen sein. Wir sehen uns dann nächste Woche mit dem nächsten YPC-Vorbereitungsvideo. Schon mal die Erinnerung, der YPC müsste dann auch jetzt in Kürze bei Hechtenbarsch starten. Das schon mal für euren Hinterkopf.
Und es dauert dann auch nicht mehr lange, dann ist von Neuke der Busy Bro in 2.8er, neue Klamotten kommen. Neuke Routen sind auch zum Teil schon da. Hinter mir steht die 610 ML. Die 610 M bis 21 Gramm ist auch heute in Japan rausgegangen, beziehungsweise wenn ihr das Video guckt, gestern in Japan rausgegangen. Ja, alle, die da eine Neuke-Route vorbestellt haben oder zukünftig noch kaufen wollen, schon mal ganz viel Spaß damit. Habe jetzt schon wieder Feedback reinbekommen, dass die ML einfach super krass ist und Bock macht. Finde ich auch. Ich habe meine am Sonntag hier bei uns noch gefischt mit Dachigs und Co. Die Routen sind einfach geil. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Just-In. Hoffentlich mit Neuke-Klamotten, eventuell schon dem Busy Bro in klein. Und bis dahin, bleibt sauber. Ciao.